So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1 für die PlayStation 2. Im letzten Part haben wir weitere Was-wäre-wenn-Sagen durchgezogen, sind jetzt gerade Eroberung der Erde, haben diese auch so gut wie geschafft, bis auf diesen Kampf jetzt. Haben tatsächlich die Credits schon gesehen, aber da wir das Spiel noch nicht durch haben, möchte ich mir die natürlich nicht anschauen. Wahrscheinlich war das jetzt die einzige Möglichkeit, die zu sehen. Aber das geht nicht. Wir sind nicht fertig. Dann dürfen wir das auch nicht gucken. Vielleicht. Naja, schauen wir mal, was noch kommt. Die hier. Ich weiß gar nicht, ob mir was. Diese. Scheiße. Der hat jetzt gerade wehgetan und zwar richtig. Und das tut jetzt. Nicht nachladen, das ist das Problem. Da zieht euch mal die Schläge rein, Alter. Das zieht richtig weh. Alter, ich drücke 5-mal. Und es funktioniert immer noch nicht. Wow. Top. Da habe ich keine Chance gehabt. Junge, der zieht zu viel. Das ist aber auch irgendwie behindert. Seine Punches alleine ziehen schon super viel. Aber, ne? Also die sehen mir, als wenn er irgendwelches Finisher einsetzt, ey. Aber das war jetzt perfekte Kombination, da konnte ich unmöglich was machen. Am Boden lag ich, beziehungsweise. Ne? Jetzt sieht das aus. Boah, Alter. Wer hat das immer noch nicht gecheckt, das Spiel? Ernsthaft? Ich will zum 100. Mal. Zum 100. Mal, meine Freunde, möchte ich nicht dahin, wo gerade ein verdammtes Kamehameha geschossen wird. Oder irgendwelche anderen Lichtquellen, die richtig scheiße wehtun. Oder wehtun können. Ich meine, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Okay. Super, ich sehe nichts. Wenn mein Charakter im Weg ist. Klasse. Ey, selbst die coolen Teamwart, ey, oder was, ey. So, auf Reise, was, ey. So. Gut. Wieder was Falsches gedrückt. Aber scheiß drauf gewonnen. Trotzdem schwerer Kampf. Wie geht das, Fusion? So, hier haben wir 100%. Und hier ist der Weltkampf. Okay. Across this world and the net.
Ja, ist der Weltkampf halt, ne? Wobei, das macht jetzt noch weniger Sinn. Warum muss Tenjin Han gegen Shaozu kämpfen? Das macht keinen Sinn. Nee, die haben ja nie gegeneinander gekämpft in der Story. Oder ist das schon wieder so eine Was-wäre-wenn? Ah, ist auch egal. Mr. Tien? Yes, Chatsu, what is it? Today I promise to give it everything I have. That's what I was hoping for. Now let's get this fight started. Gewonnen. I give up. You sure are strong, Mr. Tien. So, hast den Kampf schon mal geschafft. Ach ja. Super Finisher. So, Kid Goku gegen Krillin. Sieg den Gegner, indem du ihn aus dem Ring wirfst. Joa, warum nicht? Alright, Krillin, let's fight! What the? Goku, you're a kid again! And if you go easy on me because of that, then you're gonna be the one that walks away hurt. Whatever you say, Goku. Let's get it on. Anytime you're ready. Ready. Go! Gewonnen. So, ja, easy. Ringkampf ist einfach. I guess seeing Goku as a kid got me to drop my guard. I feel so dumb. 18 is gonna kill me when she finds out that. Das ist also doch ein Was wäre wenn Story. Interessant. Ich mag solche Stories, muss ich sagen. Ist eigentlich ganz interessant sowas. Na, Tau Bai Bai gegen Shaozu. Sieben Gegner machtvoll. Wir sind aber im Weltkampf. Das heißt, ich soll ihn nicht aus dem Ring schmeißen. Ach. Danke, ich glaube Schmerzen. Ist doch scheißegal. Hauptsache ich besiege ihn, oder? Ich hoffe es. Boah, das wär's noch. Ich muss darauf achten, dass ich die Gegner nicht aus dem Ring werfe. Ey, das wäre behindert. Das wäre behindert, ganz ehrlich. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Beaten by that little freak? No! Please forgive me. I beg of you. Ja, dieses Anflehen immer. Naja, hab ich. Reichte. Wäre auch schlimm gewesen, wenn nicht, ey. Okay, aber hier müssen wir noch Tenji Han gegen Tau Bai Bai. Tien the traitor. It's been a long time, Master Tao.
I assume you have come here ready to die? No, you won't be able to beat me. Imbecile, I'll kill you before you can blink. Betten, der sagt gleich das exakt gleiche, wenn wir ihn besiegt haben. Ja, vorher kriegen wir aber noch einen Schlag von hier. Aber er wehrt sich, das finde ich gut. Nicht so einseitig. Aber man sieht ja, was gebracht wurde. Ja, zeigt es gleich. Kampf 4, fertig. So. Den Gegner durchwerfen aus dem Ring. Wissen wir, Krim soll man es aber auch machen, ja? I don't think I ever fought you, Master Roshi. No, I mean, back when I was training you. You know, when you and Goku were little kids. Oh, yeah. And I thought you were just getting a bit senile. Ja, Jackie Chan, ne? Stimmt, da hat er doch gegen Krillin gekämpft, genau. Es war im allerersten Turnier. Das war Na, Muten Roshi ist schon cool. Was? Muten Roshi kämpft gegen Son Goku? Das kann nix werden. Finde ich. Now then, Goku, how about I give you some training for old time's sake? Come at me and don't hold back. You mean it, old timer? I'm awfully excited. All right, let's fight all out. You idiot! You don't have to get so worked up. Huh? Why not? Well, you see, I was about to stage a comeback after my long absence. You wouldn't get it. Ein Comeback starten. Alter. Wow. Was er ankommt, ey. Zweimal kam er, ja. Das war heftig. You sure are strong, old timer. Of course I am. I don't have the name Master Roshi for nothing. Oh yeah, baby, I still got it. I'm making my comeback. In that case, maybe I should use my full power. Then again, maybe I should stay retired. Krass. Vielleicht sollte ich doch in Rente gehen, yo.
So, Hochspannung mal wieder. Was? Wir müssen mit Tau Bai Bai kämpfen? Och man, warum? Andersrum wäre viel geiler. Ah, is that you, Goku? Hey, aren't you that bad guy named Tao that I taught a lesson to? So you dare to appear before me again? This time I'll squeeze the life out of you for good. What? You still haven't learned, have you? There's just no helping some people. You detestable little brat! I'll kill you! I'll kill you for sure this time! Ready? Glück gehabt. Und gegen Piccolo. Das müsste dann der letzte Kampf sein. Dann sind wir bei ihm auch auf 100%. Are you Goku? Yep, thought I might have to teach you a lesson, for old time's sake. I'm not necessarily proud of those old days. It sure would be fun to win this time. You're looking a bit green. Are you making sure you're getting enough to eat? That's how I'm supposed to look. I really want to be. Ich soll so aussehen. Sieht blass aus, sieht es so schön. Das ist unfair. Kein Gegner. Nicht in unter 10 Sekunden gewonnen. Das ist echt. Das ist unfair. You're a lot stronger than before. I can't stand up to you now. Naja, was soll's. This guy is always giving me the creeps. Fighting is over. However, as long as there are those who love this world, Dragon Balls will continue to shine. And the story of Goku and his friend will continue to be told forever. Was für ein Abschluss. So, da ist unser Credit. Ja, wir haben es doch tatsächlich geschafft.
das Spiel abzuschließen. Ja, krass, ne? Ah, das tut gut. Ah, so. Ja, wir haben doch länger gebraucht als angenommen. Also 18 Parts haben wir gebraucht für das Spiel, also für die gesamte Kampagne. Gut, dafür haben wir aber auch alles auf 100%. Ja, ordentlich auf jeden Fall. Ja, bin super zufrieden. Ich meine, ich wollte zuerst das Projekt hier gar nicht machen. Aber dann dachte ich mir so, komm, mach ich mal. Also probiere ich den ersten Part. Und ja, dann habe ich plötzlich 3 Parts gemacht. Und es lief verdammt gut. Und ja, dann dachte ich mir so, komm, mach doch gleich weiter. Ja, und es lief ja Part für Part immer besser. Klar, Fehler kamen dabei. Manche Stages waren scheiße, wie zum Beispiel in der Bosaga, die Überlebensmission, die waren echt für den Arsch, so lange. Das ging echt gar nicht, das war richtig zum Kotzen. Und ja, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, überhaupt ein Dragon Ball Spiel wieder. Ja, einige werden wir auf jeden Fall noch spielen. Es folgen noch ein paar. Ja, die Budokai-Reihe. Ja, die Budokai-Reihe auf jeden Fall. Oh, cool. Thanks to you, all of Shenron's memories have returned. Thank you. Mr. Popo is happy. Come by and then, anytime, you'll be welcome. Mr. Popo is happy. Großartig. Ja, naja, ja. Auf jeden Fall die einige Teile folgen noch, Budokai 3 auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall zu meiner Projektliste hinzufügen. Auf jeden Fall. Ja, die nachfolgenden Titel von der Tenkaichi-Reihe auch. Auf jeden Fall. Ja, die Teile für die PS3 oder jetzt auch PS4, weiß ich noch nicht. Die meisten besitze ich noch gar nicht, deswegen. Da ist die große Frage, das weiß ich noch gar nicht, wie ich das machen werde. Ja, deswegen war es das erstmal von Dragon Ball, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, ich habe ja so eine gewisse Reihenfolge da. Aber die mache ich immer so mehr random. Also ich nehme mir ein paar Spiele, einen Spielestapel hier mit. Stell den hier in meinem Aufnahmebereich, Aufnahmestudio, hin und dann abarbeite ich einen Teil nach dem anderen. Ja, und deswegen weiß ich gar nicht, wo der in meinem Stapel, in meiner Sammlung drin ist, die nächsten Teile. Deswegen seid mal gespannt, irgendwann kommt auf jeden Fall Dragon Ball. Ja, dann heißt es nämlich wieder Button Smashen. Und ja. Ja, ich habe ja noch was zu Object Fusion gesagt. Um die ganzen Charaktere freizuschalten. Wenn ihr gerne möchtet, kann ich dazu einen extra Part machen, wo ich die dann alle zeigen und freischalten werde, weil wir haben jetzt alle freigeschaltet und können somit alle Charaktere, die man per Object Fusion freischalten kann, zeigen. Die restlichen, die da noch fehlen würden, könnte man nur noch mittels der Dragon Balls bekommen. Ja, im Part Nummer 3. Ich glaube, Part 3 war das gezeigt, welches es da gab. Werfe, Vegeta, Muten, Roshi, Tau, Bai Bai und Kids Goku, glaube ich, waren das. 5 Charaktere, glaube ich, waren das, ja. Ja, deswegen. So, aber das war es jetzt von meiner Seite. Wir sehen uns dann zu meinen Projekten wieder, zu meinen neuen, also auch meinen alten Projekten. Gern gesehen auf jeden Fall die alten Projekte oder die Spiele, die ich schon gemacht habe. Ne? Lohnt sich immer wieder anzuschauen. Oder zu den Projekten meiner Kollegen auf meinem Kanal hier. Auf diesem Kanal meine ich, nicht auf meinem.
auf diesem Kanal natürlich. Und ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn dem so ist, dürft ihr mir super gerne einen Daumen nach oben machen und natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ich freue mich immer über Kommentare. Es macht mir Spaß, dies durchzulesen. Tue ich super gerne und ich lese wirklich jeden Kommentar. Also, schreibt gerne ein. Ich freue mich über sowas immer ganz gerne. Feedback ist immer toll. Kritik und so weiter nehme ich super gerne immer an. Ganz ehrlich. Weil ich kann mir natürlich eine Meinung bilden und ihr könnt euch eine Meinung bilden und da kann man immer gute Kompromisse mitmachen, deswegen. So, aber das war es jetzt von meiner Seite, sonst wird der Part noch länger und ich glaube noch mehr und ich will gar nicht mehr labern. Sondern ich mache jetzt Feierabend, wir sehen uns dann im nächsten Projekt, was auch immer ich machen werde. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut raus und ciao!